Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Spiel, das da heißt Half-Life. Mal sehen, was uns erwartet. Bis dahin. Mal sehen, was jetzt passiert. Funktioniert doch schon. Worauf spielen wir dann? Einfach mittelschwer. Ich weiß nicht, wie ich mich anstellen werde. Ach, machen wir Mittel. Wenn ich ablose, dann richtig. Ich hoffe, ich kann das später noch ändern. Half-Life. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Das ist aber im Gegensatz zu oben kalt. 31 Grad wird bis 40 Grad. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Was ich aber gerade mega cool finde, ist, wenn ich mich bewege, höre ich dementsprechend auch den Sprecher von einer anderen Richtung. Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Tue ich nicht, danke. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Nein! Hui! Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, nein, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintritt. Ah, so machte man's. Das war Crouchen. Bitte? Ganz ein schnelles Crouchen. Ja, das ist noch schnell. Beim Tutorial war es langsamer. Ja, was ist hier nur los? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll gerade. Zur Erinnerung, der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Gordon Freeman, was? Für das Hochsicherheitspersonal wird alles verraten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu empfangen. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab. Ich bin Gordon Freeman und bin 27 Jahre alt. Verwandten, der für das Black Mesa-Team eine wertvolle Bereicherung wäre. Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa-Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. Okay. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Angestellten absolut gleich behandelt. Echt? Das so? So, sind wir jetzt auch mal fertig? Nein, natürlich eine nicht. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen.
sollten Sie einen anberaumten Termin, Analyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit... Nee, der lief da gerade her. Strahlung oder anderen Gefäßen, der will nicht meine Scheibe putzen. Setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Aha, vielen Dank. Moment, wir machen mal eben den Ton etwas leiser, weil mir flogen gerade die Ohren weg. Ich hoffe, ich war gerade zu hören. Wenn nicht, tut mir leid. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück. Okay. Und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Ich bin es, dein Vater! Ich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Das soll meine Identität überprüfen. Und produktiven Tag. Ja, schönen guten Tag. Guten Morgen, Gordon. Guten Morgen. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Beim Tutorial habe ich diese Leute erschossen aus Spaß. War eine schlechte Idee. Die haben nämlich auch auf mich geschossen. Ich schau dir auf die Finger, Kleines. Wie flirten Informatiker? Wir schauen dir die Finger. Ja, genau. Oh, darf ich weitergehen? Ja? Darf ich? Tschüss. ja. Anomalie materialisieren. Was? Okay. Black Mesa Research Facility. Ich war's nicht. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Ach so, da kam eine Nachricht. Vor Minuten hatten wir hier ein System abstürzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wieder zu finden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Testraum hat es wohl auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug anhast. Aha, gut zu wissen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Nein, ich wüsste nichts davon. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Echt? Mit rumsitzen? Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Welches Experiment denn? Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ja, ich zeig dir gleich nicht gestört also, werden. Wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Keine Ahnung, weiß nur Gott. Kann ich mich auch mal... Dankeschön. Das ist komisch. Ich mache nix. Ich war's nicht. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Darüber bestehen bei mir absolut keine Zweifel. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, ja. Sind das die Testräume? Ups. Oder das? Ah! Auf einmal sprach da eine tiefe Computerstimme mit mir. Na, was macht ihr denn da hübsch, ihr Hübschen? Hä? Ich hab Kopfschmerzen. Sektor B. Cool. Dann kann ich mal... kann kein Englisch mehr. Was glaubst du zumindest? Hallo. Hallo.
Da sind sie ja wieder. Ich verstelle hier eben noch mal alles. No smoking era. Keine Sorge, ich bin nicht Raucher. Die Mikrowelle ist ja auch mal interessant. Was? Was? Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, Sie lesen. Und was machen Sie? Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Ah, wie cool! Schade, jetzt kann ich mir keine mehr holen. Aber das war noch. Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Was probieren Sie denn da? Jetzt kriege ich keinen mehr. Warte. Optionen. Habe ich ein Inventar? Taschenlampe war auch mit F, genau wie bei Outlast. Nö, sehe ich jetzt nicht. Okay, fortsetzen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich übersteuere schon wieder total. Es tut mir leid, wenn ich total übersteuere. Huch. Hallo da. Kuma Birdwell Jones. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Keine Ahnung. Rita Teasley Bailey Johnson Freeman, da bin ich. Wood Bond James Bond. Backman Laurel. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Laidlaw. Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Huch. Also sind sogar Umziehkleiden. Wie heißt es denn noch? Umkleidekabinen. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Aha, gut zu wissen. Entschuldigung! Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen. Ich rappel in der Tür, jemand räuspert sich. Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen. Gut zu wissen! Genau, was ich erwartet habe. Dass du scheißen kannst. Das ist schön. Genau das, was ich erwartet habe. Den Handtrockner betätigen, wie cool! Den Wasserhahn aber nicht. No smoking genau, era. Was ich erwartet habe. Hier spricht doch keiner. Außer der auf dem Klo wahrscheinlich. Das ist aber nicht mein Dings. Huch. Ah, da ist mein Dings. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Aha. Willkommen beim Schutzsystem HEV Mark 4. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Reaktive Aufprallabsorptionspanzerung aktiviert. 5% Sensor. Ich weiß zwar nicht, was da abgeht, aber egal. Aktiviert Überwachung der Lebenszeichen. Aktiviert Überwachung der Munitionsvorräte. Aktiviert Überwachung der Munitionsvorräte. Lichtershow! Wenn ich jetzt die ganze Zeit diese Musik hören müssen? Kann jemand mal die Musik ausstellen?
müssten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Muss ich da nicht durch? Oder muss ich da? Aber es ist doch kein Testraum. Das ist komisch. Energie jetzt auf 15%. Das ist nicht viel. Das ist heilen, das muss ich aber nicht. Vergessen, diese Fluktuation zu melden. Ich habe sogar meine eigene Kaffeetasse. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ach, die Tür geht doch auf. Hier? Ah ne, das ist überall die Küche. Der Pausenraum. Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ja, Spiel, ich weiß, ich bin zu schnell für dich. Nee, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Entschuldigung. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Hä? Kann ich hier drin rumspielen? Nein, schade. Geh ruhig durch. Scheint ja heute heiß her. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Jetzt hat doch schon wieder jemand meine Brille versteckt. Du hast die auf der Nase. Jemand hat schon wieder meine Brille versteckt. Du hast sie auf der Nase, Junge. Inspektionsteam zur Verladebucht für radioaktive Materialien. Rocking, er ist ein Team. Also ich sehe nur drei, das wäre ein Trio, das ist kein Team. Guck mal, ist er wieder. Oh. Tudun. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, was hier abgehen wird, aber wir werden sehen. Die nächste Fahrt ist rückwärts. Was ist, wenn wir die Leiter runtergehen würden? Also so eine Leiter hoch. Ach so, okay. Schön, Sie zu sehen. Sehr schön, auch Sie zu sehen. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja. Irgendwie immer die gleichen. Hallo. Ich will jetzt nicht gestört werden. Erst so freundlich hallo, dann ich will jetzt nicht gestört werden. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Oh, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Er gibt ein Bier aus. Ja, Spiel, ich weiß. Control Room. Hallo, Freeman. Ja, Freeman. Schön, sind Sie zu sehen. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Aha, wir gut. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Gut, Dankeschön. Kommt ihr nicht mit? Was? Was? Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Entschuldigung, ich habe dran rumgespielt. Aber mit euch reden lässt sie nicht. Achtung.
Vielleicht sollte man auch erstmal meine Taschenlampe die ganze Zeit noch an. Ja, die ist die ganze Zeit an. Ja. Nein! Vielleicht muss ich heruntergehen. Testlabor. Ja, das sieht gut aus. Die wollen auch nicht mit mir reden. C33A. Also das sieht unfreundlich aus. Ich würde da eigentlich gar nicht gerne reingehen. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Ich habe total keine Ahnung, was ich machen soll, Jungs. Reingehen. Ich werde jetzt eben einmal die Folge beenden. Bis dahin, auf Wiedersehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.